schönen guten Morgen. Ich bin tatsächlich da. Bedient vom Pöschler. Und hat für mich unterschrieben. Und ja, wie angekündigt, Familienrat. Kennen Sie das? Oder soll ich jetzt Hochdeutsch reden? Ah, okay, mache ich. Es geht ein bisschen darum, dass jetzt ja diese Wahnsinnskrise ist. Wir können jetzt darüber reden oder eben nicht. Tue ich nicht. Wir sehen die Chance. Und diesen Kurs hier oder diesen Vortrag, den mache ich schon länger, schon seit Jahren. Wie ihr wahrscheinlich gesehen habt in dem Artikel, der erschienen ist, der ist schon etwas älter, aber ich denke, es hat sich daran nichts geändert. Familienrat, ihr kennt das alle. Es gibt Streit, das kennen wir. Jede zweite Ehe wird geschieden. Die Kinder werden immer mehr gemobbt oder das ist das, was man immer mehr hört, vielleicht auch wegen den modernen Medien. Es gibt aber auch ganz viele Chancen und die Chancen sehe ich darin, dass wir wirklich ernst nehmen, also die Work-Life-Balance. Und zwar die Work-Life-Balance. Ein Mensch lässt sich nicht einteilen in Firma und das Geld und das und das und das, sondern wir sind eine Einheit. Wie können wir das machen? Wir können lernen, miteinander besser umzugehen. Und jeder kennt das, oder? Im Geschäft ist ganz klar, da hat man Sitzungen und diese Sitzungen, die kommen dann immer so schön regelmäßig. Und da gibt es Sitzungen, die gehen sehr schnell. Es gibt Sitzungen, die sind sehr effizient. Man kann nachher zurückgehen und sagen, das und das haben wir ausgemacht, das ist meine Aufgabe. In der Familie funktioniert das genauso. Und ich propagiere hier nicht, das ist richtig und das ist falsch und das ist gut und das ist schlecht. Nein, es geht darum, dass jede Familie die Balance findet. Und zwar die Balance findet nicht zwischen wahnsinnstolerant, gleichgültig, also wieder das gut oder das schlecht, oder so die 80er-Jahre-Methode anti-autoritär oder nur autoritär. In diesem Familienrat, in diesem vierwöchigen Workshop, ja, Workshop, weil ein Buch lesen, das ist meistens, und dann macht man es trotzdem nicht. Jetzt in erster Linie darum, dass ich mit euch 4 Wochen lang ganz klar Aufgaben verteile. Es geht darum, wie bewerbe ich das, dass meine Familie da mitspielt. Dann muss man sinnieren, wirklich sinnieren, wie Einstein das immer so schön gesagt hat. Ich sinniere und dann gebe ich den Dingen Worte, damit der andere das auch versteht. Und ihr seht schon, dass so arbeite ich. Das ist dann so die Grundlage. Ich nenne das immer das Hummerbuch. Wenn kleine Kinder da sind oder größere Kinder, ist es ein bisschen individuell. Die einen können wunderbar schon mit Apps umgehen, die können mit einem Google-Kalender umgehen. Das ist dann alles individuell. Wenn du dir bewusst wirst, was du willst, was der Grund ist, warum du mehr Ruhe in der Familie möchtest, dann musst du dir erst bewusst werden. Und dieses Bewusstwerden, das werde ich ganz klar mit euch durchgehen. Ich werde nicht nur euch als Mastermind laufen lassen. Das heißt, ihr unterstützt euch gegenseitig und zwar in der Gruppe. Und die Gruppe wird ganz klar, sie ist geschlossen. Irgendjemand anders von außen kann da nicht rein. Rein kann nur, wer bezahlt hat. Und das ist eine Gruppe, die klare Regeln hat, die Aufgaben hat, die ich euch alles zuteile. Eure Visionen, eure Vorstellungen, wie man etwas besser machen kann. Unterstützt euch gegenseitig. Das Ziel ist die Verbesserung innerhalb der Familie. Und ganz besonders für alle die, die beide zum Beispiel arbeiten. Wir lernen umgehen, wie kann ich es anders sagen? Weil wenn da jemand rausgeht aus der Haustüre, und ich schreie ihm hinterher,
Dann mache ich jede Wette, der kommt ohne das Brot zurück, das ich gerne hätte. Also man lernt in dieser Gruppe auch Dinge, die nicht so gerade auf dem Familienrat, sondern auch ganz persönlich. Wie rede ich? Wie tue ich das? Wie werde ich einen Zeitplan erstellen, damit wir mehr, jede für sich individuelle Freizeit haben? Wie können wir einstimmige Regeln machen in der Familie? Es sollen einstimmige Regeln sein, dass man sagt, okay, wer reden will, muss die Hand heben. Das ist zum Beispiel eine Regel. Eine Regel kann sein, dass man sagt, okay, du bist für das zuständig eine Woche, dann bist du das, dann bist du das, dass man eine Balance bringt. Und die Spielregeln sind mit jedem Spiel. Spielregeln, die ist für jede Familie anders. Euer Stil kann ganz viel sein. Der kann sein, okay, ich gehe nach oben und putze die Treppe von da nach da oder von da nach da. Ganz viele kleine Dinge lernen im täglichen Leben. Dem Zeitgeist etwas rausnehmen. Und wenn du jetzt mehr wissen möchtest, also du hast wirklich in dieser bezahlten Gruppe bekommst du alles Mögliche, was du irgendwie ja, für dich selbst brauchen kannst, für deine Familie, für deine Arbeit. Du hast auch in diesen 4 Wochen hast du eine halbe Stunde Coaching ganz persönlich mit mir. Das ist da auch inklusive. Und ja, hast du Fragen? Schreib sie rein. Ich werde das Video noch in die Gruppe dann nachher stellen. Ganz, ganz wichtig ist, dass wir der Kommunikation mehr Kraft geben. Wie rede ich? Wie teile ich mich mit? Wie können die Kinder aufstehen und genau das Gleiche tun wie wir, ohne dass wir ständig irgendwie diesen da machen müssen? Weil wir eben diese Glaubenssätze haben, weil wir das eben so machen, wie wir es gewohnt sind. Wir möchten gerne etwas Neues machen. Okay, was habe ich dann noch vergessen? Okay, ja, Visionen ist gut, ist klar. Dieser Familienrat soll sein wie eine Weiterbildung. Also eine Weiterbildung im Sinne von für die Familie mehr rausholen. Und zwar wirklich für jeden Einzelnen. Und auch lernen, wie bringe ich jemandem was bei. Weil Erziehung ist so eine Gratwanderung. Wir müssen uns aber selbst manchmal auch erziehen, dass wir gewisse Dinge eben nicht machen oder anders machen. So machen, dass es für alle angenehm ist. Okay, und mit dieser Ankündigung wünsche ich dir jetzt einen schönen Tag. Du hast jetzt eine Woche Zeit, dich zu entscheiden, ob du das machen möchtest. Wenn du bezahlt hast, das kannst du machen über meine Seite, das schreibe ich nachher unten rein, oder über Twint und dann füge ich dich in die Gruppe ein. Es gibt tägliche kleine Aufgaben und was ganz wichtig ist, nur Aufgaben im Sinne von, wie mache ich jetzt diese Woche, damit ich dann das ankündigen kann und nicht gleich boah, mit allem reinspringen, sondern ganz klar überlegt, dass man nicht und dass du eben nicht in die Erklärungsnotstand kommst und sagst, ah, ich will das, weil mir reicht das jetzt, dieses ständige Puffy-Kinderzimmer. Nein, das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, in dieser Woche, dass ich auch weiß, wer zu welcher Gruppe gehört. Also bitte diese Umfragen, die ich da reinstelle, auch ausfüllen und jeder stellt sich in der Gruppe. In diesem Sinne einen wunderschönen Tag und ich hoffe, ich höre von euch. Würde mich sehr freuen. Tschüss zusammen.